So, liebe Leute, da sind wir wieder bei Animal Crossing. New Horizons. So. Puh. Neuer Tag, neues Glück. Hoffen wir mal, dass die Rübenpreise stimmen. Guten Morgen, liebe Bewohner. Es ist Dienstag, der 21. April 2020 um 10.04 Uhr. Hier auf Storybrook. Hier nun das Neueste für heute. Wir haben jemand Neues auf unserer Insel. Heißen wir Judith auf Storybrook. Willkommen. Judith, ich denke, ich spreche für alle, wenn ich sage, dass es uns freut, dich hier zu haben. So, damit sind wir für heute am Ende. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Danke, Melinda. Ach geil, irgendwie immer geht der Chat am Anfang nicht. So. Gucken wir gleich mal. Ist ein Witz, komm. Toll. Oh Mann. Komm, ziehen wir mal weg. Guten Morgen, Sebastian. So. Nook Inc., ein neuer Bewohner. Haben wir das auch schon mal geklärt. So, jetzt gucken wir erstmal, als allererstes natürlich erstmal gehen wir graben. Bevor ich hier alles aufmache. Warum ist hier Unkraut? Hallo, ja wieder. Grüß dich. Guten Morgen, Silvana. Und, ach, war ja so klar. Schön, dass er den Chat gar nicht anzeigt. Finde ich auch wieder toll. Da muss ich mir jetzt erstmal eine neue Schaufel machen. Hallo GameCube-Fan. Warum macht er das denn nicht? So, wow, jetzt bin ich gegen das Mikrofon gekommen. So. Und hier. Ach, hier habe ich noch einen im Lager. Egal, wir stellen noch einen her. Während ich nebenbei versuche, den Chat zu reparieren. Jetzt habe ich meine Schaufel und kann wieder weiterfahren. So, erstmal gucke ich ganz kurz, was ist der Ankauf des Tages. Eine Mega-Laterne, mal wieder. Wow. Bist du auch so Mega-Laterne? Ach, ich wollte doch nichts verkaufen. Mann. Ich wollte doch hier zu den Nucklingen. Rübenpreis ist 80 Sternis, Leute. Mal im Ernst. Das ist doch jetzt echt ein Witz, oder? Was ist hier mit dem Chat los? Bälle. Aktualisieren. Hallo? Warum macht er das denn nicht? Also. Vielleicht macht das jetzt. Ja, Moritz, soweit ist alles gut, aber ich weiß gerade nicht, warum man den Chat nicht aktualisiert.
Notfalls müssen wir ohne Chat auskommen. Ja, 80 Sternis. Also wir sinken immer. Immer mehr und immer mehr. Was jetzt natürlich nicht gerade so schön ist. Die Orangen sind schon wieder da, das ist gut. So, der Baum wächst. Die Sachen wachsen auch. Das wächst auch alles. Ach, mein erster Bambus ist schon fast fertig. Ach, ist das schön. So, erstmal hier gucken, da ist der erste Stein. Holen wir uns erstmal den ersten Stein und gucken erstmal, dass ich natürlich komplett wieder daneben grabe. So. Und rüberhüpfen. Und Geldstein? Nein, natürlich nicht. Schade, 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 schade. Ach, der Chat geht. Ach, das ist ja wunderbar. So. Stein Nummer 1. Wollen wir den zweiten Stein? Da. Den Stein der Weisen. Ne, den Stein des Geldis. Des Sternis. Nein, auch nicht. Silvana, wie ich auch vorhin schon dir vorher gesagt habe, ich mache meine Insel nur auf, wenn ich halt 300 oder mehr Rübenpreise habe oder sonntags. Vorher gar nicht. Aber ansonsten, ja, hätte ich. Genau jetzt. Halt, stopp, da ist noch so ein Stein. Yep, ja, wie habe ich gerade schon gesehen. Danke dir aber. So. Sammeln wir hier erstmal ganz kurz ein. So. Aber auch der Stein war es nicht. So. Hier ist nix. Irgendwo ist mein Sternibaum. Irgendwo ist hier... Ah, da haben wir noch was. Jawohl. Ach, die Brücke ist auch fertig. Oh, die sieht schön aus. Die Brücke sieht richtig schön aus. Und schon sind die Bewohner auf einer anderen Ebene. Oder auf einem anderen Fleck. So. Ist das jetzt der Sternistein? Hä? Jawohl, das ist er. Emil, kommst du mir wieder dazwischen? Ich sag dir eins. Du bist der erste Esel ohne Eier. So. Ach, schön. Unkraut, nein, nicht bei mir. So, haben wir hier noch irgendwas? Nope, 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 nope. Hier ist also nichts weiter. Der stört mich irgendwie, der Baum. Nein, nein, Sophie will mit mir reden. Roleplay, wie läuft's, Project KK? Ich bin schon ganz gespannt, wie der VIP-Bereich aussehen wird. Und auf das Konzert natürlich auch. Oh, ich habe hier noch etwas, bei dem wirklich jeder Herzchen in den Augen kriegt. Hier für dich. Diese Bastelanleitung für eine Schwingschaukel hat einen mega Wow-Faktor. Ich wollte mir extra einen Nachmittag zum Basteln freihalten, aber als It-Girl hat man so viele Termine. Die Anleitung ist bei dir sicher besser aufgehoben. Viel Spaß bei der Insel. Schwingschaukel, jetzt muss ich überlegen. Ah, kann ich die nicht schon? Ich wollte gerade sagen. Da kann ich den Sternibaum pflanzen. Was? Ach, Aziza ist auch wieder da.
So, dann pflanzen wir nochmal unseren Sternibaum. Wiegt ihr auch immer Gras? Ja, ich auch. So, Sternibaum pflanzen. 10.000 Sternis. Und beim nächsten Mal wieder 30.000 Sternis rausbekommen. Yay! Ein Gewinn von 20 Sternis. 20.000 Sternis, so. Also, sonst weiter ist hier nichts. Muscheln. Haben wir noch irgendwas? Ich gehe nur auf Nummer sicher, nicht, dass der Gulli wieder da ist. Okay, dann gehen wir jetzt hier mal hoch. Kann eigentlich die Leiter und der Sprungstab kaputt gehen? Weil wenn nicht, dann finde ich es ein bisschen komisch von Nintendo. Also erstmal finde ich es komisch, wenn sie kaputt gehen würden. Aber ich fände es halt auch komisch von Nintendo, wenn sie das dann einbauen, sowas. Und dann schlussendlich, ja. Ach nee, jetzt muss ich extra hoch. Ach, das ist schon mein Sternibaum. Wunderbar. Was habt ihr denn alle so für Sterni-Preise? Gut, da ist nichts drin. Und... okay, nur Holz. Dann kann ich wieder runter. Du kannst natürlich immer noch dein Eisen bekommen. Du musst halt nur auf eine Insel mit den Nookmeilen und dann kannst du doch weiter. Nookmeilen einlösen, dann das Meilenticket einlösen und dann hast du es doch, kommst auf eine Insel und da kriegst du doch meistens, ne? Hab keine Schaufel. Du hast keine Schaufel? Dann kauf dir doch eine Nepp- und Schleppsladen oder bastel dir eine für 5 Holz, wenn du eine Axt hast. Es gibt doch so viele Möglichkeiten, also eigentlich stehst du nie still. Du hast immer eine Möglichkeit weiterzukommen. Eine Wackelschaufel kannst du auch kaufen bei Nepp und Schlepp. Ja, hast du denn schon alles für Eugen gespendet? Also, wie gesagt, es gibt ja da die Bastelanleitungen zu kaufen. Ach, da ist es ja. Wunderbar. Haben wir das auch schon? Ach, das ist doch super. Nope, dich will ich nicht. Okay, hier ist weiter nichts. Dann kann ich jetzt rüber. Wenn Eugen morgen bei dir kommt, dann kriegst du morgen deine Schaufel von ihm. Warum rüttel ich eigentlich hier gerade an den Bäumen? Und selbst dann bringt es dich ja auch nicht weiter, selbst wenn du jetzt dann das Eisen hast. Aber vielleicht ist ja jemand hier, der mit dir Eisen tauschen möchte. Also die Silvana sucht jemanden, der ihr 20 Eisen geben kann und wollte dafür, ich glaube, bis zu 10.000 Sternis oder sowas. Muss jetzt passen. Ja, also wenn ihr euch mit der Silvana austauschen wollt, dann würde sie sich riesig freuen. Wie gesagt, für mich ist halt die Herausforderung, ich kann jetzt nicht nur, weil du jetzt Hilfe brauchst, dann einfach mal die Insel öffnen und dann sage ich wieder zu den anderen, nee, mache ich nicht. Deswegen halte ich da halt auch weiter dran fest. Weil es unfair den anderen gegenüber wäre. Ich bin jetzt schon so weit gegangen und habe gesagt, okay, gut. Sonntags immer zum Sterni, zum Rübenkauf und wenn die Rübenpreise halt dann über 300 sind bei Nepp und Schlepp.
bin, dass ich jetzt hier hinterm Haus bin. So. Gut, das habe ich. Dann kann ich jetzt als nächstes einen Aufgang machen, weil ich ja jetzt hier schon alles habe. Die Frage, die ich mir jetzt gerade stelle, wo baue ich den Aufgang am besten mal hin? Halt erstmal zum Eugen. Oder beziehungsweise, was habe ich denn überhaupt an Nook-Plus-Aufgaben? Hundertprozentig Fossilien? Nein, nicht Fossilien. Sterniges verdienen durch Verkäufe, fälle einen Baum, hacke Holz, gieße Blumen. Blumen gießen. Habe ich jetzt gerade nicht dabei. Naja, okay. Wie immer ist er am Schlafen. Pardon. Guten Morgen, Truppe. Storybook Museum. Was willst du denn? Fossilien analysieren. Das, was ich immer möchte, wenn ich dich wecke. So, wir haben 5 Stück. Wie viele davon kann ich dann insgesamt stiften? Spendieren? Zur Verfügung stellen? Gar keins. Seht ihr? Weil nicht einmal das Wort neu dabei war. Aber wir haben einen Nook-Meilen-Plus-Erfolg, normalen Nook-Erfolg bekommen. Und der würde mich jetzt interessieren. Was ist denn das? Aha. Ah, okay, gut. Ich dachte jetzt, man müsste irgendwie so und so viele... Das macht das Ganze natürlich nochmal ein bisschen komplexer, weil, ich meine nur mal ganz im Ernst, 300 Fossilien und danach wahrscheinlich dann 500. Hallo, geht's noch? So. Der Nuki ist da irgendwas am Sortieren. Eine Gaucho-Hose. Wir hören uns unsere Nook-Plus-Meilen ab. Bonusmeilen. Wir lösen noch ein Nook-Ticket ein. Holen uns ein Meilenticket. Verkauf sie einfach. Das bringt pro 5000 Sternis. Was? Die Hose? So, hier haben wir schon mal den ersten Erfolg. Abi, was willst du denn mitspielen? Hm? Was hast du denn... Was genau ist dein Gedanke, was du bei mir mitspielen kannst? Ach, ich liebe es, jedes Mal zu fragen. Hm, Brücken und Aufgänge. Hm, Brücke bauen, Aufgang bauen. So, was haben wir denn für... Nee. Nee. Mm-mm. Oh, die Stahltreppen sehen ja hässlich aus. Backsteintreppe. Also wenn, dann würde ich so eine Steintreppe nehmen. Finde ich noch schön. Aber die würde halt gut zur Brücke passen, ne? Aber nee, dann nehme ich eine normale Backstein... eine normale Steintreppe. Na, siehst du, Silvana, hast du was bekommen? Hide and Seek macht keinen Sinn, weil ich kann mich nicht verstecken. Ja, weil du kannst ja hier im Stream gucken, wo ich mich versteckt habe. So, und Spenden. Ich möchte ja keine Spenden haben. Ich möchte ja das Spiel so spielen, wie ich es auch im Let's Play spiele. Nämlich ganz frei von irgendwelchen Zwang. So, da haben wir doch die... Hm, ich bin jetzt gerade am Überlegen. Baue ich sie hier hin? Zwischen den Häusern kann ich es nicht bauen. Oder doch, vielleicht kann ich es ja so bauen. Kann man schräg? Schade. Und so geht wahrscheinlich auch nicht. Dafür müsste ich das anders bauen, ne? Hm. Aber hier ist halt der größte Platz, wo ich was machen könnte.
Hier kann ich nicht bauen. Was sind meine Lieblingsbewohner? Dadurch, dass es mein erstes Animal Crossing ist, kann ich dir das nicht sagen. Moin Lukas. Grüß dich. Mal sehen. Also ich habe jetzt keine großen Lieblingsbewohner. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Hi Louis. Ich weiß gar nicht, können andere Mitspieler eigentlich auch hier spenden? Dass diese Brücke vollständig wird? Ist das möglich? Eine gute Frage. Okay. Was hören denn da meine Ohren? Da ist es doch. Nein. Ha. Ja, können Sie... Es war nur eine Frage. Das heißt nicht, dass ich jetzt das aufmache und dann jetzt hier die Leute spenden. Hollandrock. Will ich es wirklich austesten? Nee. Eben nicht, Louis. Eben nicht. Das will ich nämlich nicht. Ich habe mir nur Gedanken gemacht, wenn ich das mal aufmache wieder, wenn wir beispielsweise 300 Sternis haben oder Sonntag, dann muss ich bis dahin rein theoretisch die ganzen Sachen weghaben, dass keiner was spendet. Darum geht's mir jetzt mehr. Oder ich muss das halt dann nochmal separat erwähnen, Leute, bitte nicht spenden. Frisiertisch? Nee, will ich nicht. Also das heißt jetzt nach deiner Rechnung, GameCube-Fan, müsste ich jetzt hier... Danke, Lukas. Müsste ich jetzt hier schon alleine 25.000 Sternis bekommen. Sehe ich das richtig, laut deiner Aussage? Weil soweit ich weiß, bringen die nämlich nicht alle 5.000. So, und dann waren die Wespen dabei, die alleine schon 2.000 noch was geben. Passt also nicht. Aber okay, machen wir mal. Oh, mein rechter Joy-Con hat ein Driftproblem und jetzt geht er irgendwie wieder. Irgendwie ging mein A-Knopf heute früh nicht und jetzt schon. Komisch, kann es mit dem Knopf am Akku liegen, der leer war? Ne, eigentlich nicht. Also der Akku kann damit eigentlich gar nichts zu tun haben. Fabi, ich möchte gar nichts. Ich möchte hier bei dem Spiel wirklich gar keine Unterstützung haben. Das Einzige, was ich angenommen habe, waren die Obstsorten. Das war das Einzige. Ansonsten gar nichts, ja. Und natürlich habe ich dann halt hier die Erfolge dann durch die Gäste, ne? Aber das war's. War noch auf keiner Insel und doch, auf einer Insel war ich ja, stimmt. Aber auch nur, um die Sterne nicht zu holen. Es geht halt genau darum, dass ich immer zeige, was man erreicht, ohne Hilfe von anderen. Baumfällen, Holz holen. Ja gut, Holz hole ich gleich. Baumfällen mache ich auch gleich. Das passt. Das heißt, die Sachen ins Lager bringen. Dann reisen wir mal. Wie schätzt du deine Insel ein? Was meinst du mit Schätzen? Ob ich sie gut finde oder nicht? Oder was genau? Oh, ich habe eine Muschel vergessen. Egal. Ins Lager. Ins Lager. Ins Lager. Ins Lager. Ins Lager. Ins Lager. Das brauche ich. Ich soll ins Lager. Och Mann, geht jetzt nicht. Ah! Putz!
Also ich sag mal so, meine Insel finde ich schlecht, aber andere, die halt schon hier zu Besuch waren, als sich das aufhatten, fanden sie gut. Also, ja. Machst du 100%? Was? Bei Animal Crossing 100% geht nicht. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Wie viele Sterne meine Insel hat? Keine Ahnung. Na komm, Melinda, dann sag mir mal, wie viele Sterne habe ich denn? Insel-Image, nur eins nämlich, lalala. Also, wie kann ich dir helfen? Ja, das Insel-Image. Und wie ist es? Interessiert dich, also freut mich sehr. Dann kläre ich dich schnell wieder auf das Umfragekomitee. Also, ich bin der Komitee, jedenfalls wie eine Image-Umfrage läuft. Antworten, Wertung, schließt alles ein, prächtig, hübsch, je mehr Einwohner und die Deko und so weiter. Okay. Oh, 3 Sterne hat meine Insel. Hallo Gamer HD. iTruple hat mich auf YouTube umbenannt. Bin Christian. Storybrooke soll ja echt ein Paradies sein. Würde ich gern mal hin. KK. Nun, das war's. Oh, das heißt, bald kommt KK. Was? Moment. Moment. Hier steht ja KK bei der Antwort. Die Antwort kam von KK? Ja, genau. Hier, kein Zweifel möglich. Und dazu die Handschrift. Der Fall ist sonnenklar. Das ist nicht irgendein anderer KK, sondern. Ich werde verrückt. KK, der Künstler, hat mitgemacht und uns sogar eine persönliche Antwort geschrieben. Kann mich mal jemand kneifen? Das muss ein Traum sein. Wir haben es geschafft. KK, der KK hat von unserer Insel gehört. Genau das, was wir so lange wollten. Und da steht noch mehr. Er will uns nämlich sogar besuchen kommen. Wenn er einen Anlass findet. Dann keine Maul offen frei halten. Ihr zwei beiden. Jetzt wird in die Hände gespuckt. Denn wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ah, das war wieder was anderes, ne? Wenn KK einen Anlass sucht, dann geben wir ihm einen. Und zwar ein exklusives Inselkonzert. Jawohl! Mit Pauken und Trompeten. Obwohl KK ist ja eher der Gitarrentyp. Aber egal. Wieso hört man das klingeln? Ich möchte jetzt nichts weiter dazu sagen. Guten Tag, ja, hallo. Spreche ich da vielleicht mit KK? Ja? Hier ist. Ja, genau. Richtig. Von Nook Inc. Auf Storybrooke. Ja. Na, ob die Umfrage von uns. Oh ja, und ob. Und wir freuen uns sehr über das Feedback. Deswegen auch der Anruf. Denn ehrlich gesagt, also es ist so: Wir wollten hier auf unserer Insel ein Konzert veranstalten und da würden wir. Ich meine, ich bräuchte noch einen musikalischen Stargast. Am besten jemand, der unsere Insel. Ach so? Ach nein. Ach doch? Ach du. Wirklich? Kein Scherz? Vielen, vielen überschwänglichsten Dank. Welche Ehre für unsere Insel. Ich bin ganz außer mir vor Freude. Ja, gern. Ich schicke alles per Post, so schnell es geht. Das wird ein Fest für die ganze Insel. Nochmal riesigen Dank. Ja, ebenfalls. Wiederhören. Und was hat er gesagt? Er wird bei uns ein Konzert mitmachen. Jawohl, richtig gehört. KK kommt hierher zu uns. Das ist ja ein Traum. Gut gemacht, Chef. Und er will auch gar keine Zeit vergeuden. Morgen schon könnte er eventuell hier sein. Troplay, ist es denn zu fassen, das Ziel all unserer Träume? Ich werde die Sache mit dem Auftritt von KK beim nächsten Gelegenheit per Inseldurchsage bekannt geben. Und du kommst ja hoffentlich auch, Troplay. KK darf man einfach nicht verpassen. Nein, nein. Okay, das war jetzt eigentlich nicht so geplant, dass jetzt morgen dann KK kommt, aber ja, ich hab's scheinbar dann geschafft und das, obwohl ich da so selten war wie, ne? Halla die Waldfee. So. Gut, eigentlich wollte ich nur ganz kurz das Insel-Image wissen, aber ja, dann haben wir da schon sehr viel erreicht und das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber ich habe ja auch gesagt, ich wollte jetzt noch eine kleine Spritztour machen auf eine andere Insel. Nochmal hoffen, dass es ein bisschen Money, Money, Money gibt. Oder Sterni, 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 must be Ferni in the rich man's world. Ich möchte fliegen. Ein Meilenticket möchte ich nutzen. Ja, auf geht's.
Dodo 1, hier spricht Dodo Tower. Udo, empfängst du mich? Habe jemand, der etwas Höhenluft braucht. Over. Roger, alles start dark. So. Dodo Airlines. KK fliegt auch mit uns. Oh, KK kommt morgen. Leute, KK. Guten Morgen, Caro. Silvana, er hat gerade zwei Nachrichten vorher dir den Code geschickt. Also, nur, dass du es mal vielleicht gelesen hast. Ich fühle mich jetzt gerade irgendwie verarscht. Wieso habe ich jetzt hier auf einmal eine Insel mit Äpfeln? Warum habt ihr mir dann Äpfel vorbeigebracht? Die Äpfel habe ich doch jetzt erst bekommen, ne? Wartet. Die Äpfel habe ich am 19.04. bekommen. Und jetzt habe ich die Insel. Jetzt habe ich diese verfickte Insel. Na okay, gut. Ist ja auch nochmal ein bisschen was wert, ne? Die ganze Zeit nicht eine andere Insel. Und jetzt sowas. Naja, gut. Und ich dachte schon, man wäre wirklich komplett abhängig von anderen Spielern. Nein, ist man dann nicht. Man muss nur extrem viel Geduld mitbringen. So. So. Und so. So, hier alles schön mitnehmen. Und schön, dass wir jetzt hier dann massig Geld bekommen. Oder Sternis. Ja, dann kann ich den Aufgang vielleicht noch aufmachen. Und vergesst nicht, heute Nachmittag dann für die Leute im Livestream, die dir das jetzt hier als Aufnahme sehen, für euch ist der Livestream schon ein paar Tage her. Für die Leute im Livestream, denkt dran, heute Nachmittag dann wieder eine kleine Runde, wo wir dann gucken, ob es dann diesmal mehr Sternis für Rüben gibt. So. Oh, hier habe ich sogar noch ein Fossil, was ich einsammeln kann. Ach, ist das schön mit den ganzen Äpfeln. So, Plusmeilen einlösen. Habe ich dann jetzt, glaube ich, alles eingelöst. Nee, ich muss noch gießen. Ach, und umdesignen. Das ist der größte Mist, den es gibt. Das Umdesign. Man wird, also rein theoretisch, man wird ja dazu gezwungen, das so zu machen. Das finde ich halt dann wieder so ein bisschen so. Aber okay, gut. Sammeln wir erstmal alles hier ein, was wir hier einsammeln können. Wundert mich, dass hier keine Leute von Greenpeace jetzt irgendwie auftauchen. Du machst den ganzen Wald kaputt auf dieser wunderschönen Insel. Ja, es tut mir leid. Oh ja, Caro, das ist wirklich... Wenn du Carlsen hast und dann noch die Spinnen sammelst, da kannst du echt reich werden. Ja, wenn du dann noch eine 40-Platz-Tasche hast, dann... Ja, da hast du einiges. So habe ich nämlich das Geld auf meinem anderen Account gemacht. Da kannst du richtig Money machen. Oder Sterni. Hast schon wieder Mittagspause? Nee, Frühstückspause. ...38 Stück, wow. War das eine Bambusinsel oder war es die richtige Spinneninsel? Ja, KK is coming. Ach, du fängst heute erst um 1 an, okay. So. Ach, schön hier. Alles einsammeln.
Und zack. Boah, daneben geschlagen. Das sieht immer so lustig aus, wenn er daneben schlägt. Aber man sollte auch froh sein, dass er sich da nicht verletzt. Ich meine, wer schon mal mit einer Axt rumhantiert hat, der weiß, wenn man dann so einmal richtig schön mit Schwung ausholt, dann, es war so klar. Es war so klar. Das Einzige, was ich jetzt hier nicht finden kann, sind Spinnen, aber das ist auch nicht... Ach, Spinnen. Wespen, aber das ist auch nicht schlimm. So. Ach, ich grabe natürlich dann, ne? Ich habe mich mal mit einer Axt geschnitten. Au. Die war dann aber extrem scharf. Wenn du schon denkst, dass deine Finger ab sind. War gut. Das war jetzt, sag ich jetzt mal, nur ein Schnitt. Da müsste der Finger jetzt nicht ganz so abgehen, denn so ein Knochen einfach mit einer Axt einfach so rüberziehen, das denke ich jetzt mal nicht. Aber natürlich müsste es dann schon ein bisschen mehr Anlauf nehmen, um da entsprechend dich zu verletzen. Aber ne? Kann man im Spiel auch Obstkörbe machen? Ja. Das würde ich sagen, definitiv, weil wenn es einen Eierkorb gibt, dann denke ich mal auch Obstkörbe. So, eine Wackelaxt. Und guck mal. Boah, das sind so viele Äpfel. Wie gesagt, Simon, es kommen ja auch noch, hatten wir ja gestern das Thema, es kommen ja auch noch andere Sachen dazu. Das glaube ich, dass es furchtbar wehgetan hat. Und dann pocht das auch alles, genug fürs Erste. Pocht ja ganzen Sachen und ja. Und ansonsten, Leute, denkt doch dran, Support ist kein Mord. Ist der Daumen oben, werde ich euch loben. Krass. Funktioniert ja sogar. Danke dir, Lukas. Hast du gut gemacht, bist ein guter Junge. So, jetzt habe ich dich aber genug gelobt, ne? Ja, fein ist, Lukas. Ja, fein hast du das gemacht. Ja, fein. Simon, mit 4 ist so spontan, ist mir gar nichts ein. Wobei ich könnte auch sagen, geht's dem Daumen gut, macht das dem Troplay-Mut. Na, siehst du, Silvana. Ja, dafür ist der Stream halt auch gut. Ihr könnt euch gerne austauschen, aber man muss halt nicht unbedingt dann immer mich mit involvieren in der Form so von wegen, oh, ich möchte auf deine Insel. Ja, ich war heiß, aber nein. Klar, ich bin dann immer das Arsch. Oh, der lässt mich nie auf die Insel. Wie alt bist du? Lukas, ich bin 37 junge Jahre alt und, Gamer, seitdem ich nicht mehr in die Windel mache. So. Muss ich gerade selber überlegen. Ich bin noch aufgewachsen mit einem C64 und einem Atari und einem NES und ja, NES war dann meine eigene Konsole.
Und vielleicht sollte ich es hier nochmal erwähnen. Ja, ich spiele kein Fortnite und ich mag auch kein Fortnite. So. War jetzt hier eigentlich auf der anderen Seite noch ein Stein hier, ne? Nein, gut. Meine erste eigene Konsole habe ich mir gekauft, als ich wusste, was ein Mann und eine Frau ist. So. Also den genauen Unterschied wusste. So. PS3 oder Wii U? Was, mit 14? Nein! Nein! Das ist doch schön, Silvana. Wenn dir der GameCube-Fan damit eine Freude machen konnte, dann ist das doch wunderbar. Alles hier mal einsammeln, 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 einsammeln. Und da wollte ich noch graben. Das war mir klar, dass es ein Spaß war. Ah, 14 wäre echt ein bisschen spät. Wenn meine erste eigene Konsole das NES war und ich mir... Oh, jetzt müsste ich gerade echt mal gucken. Hatte ich mir die eigentlich selber gekauft? Oder nee, das hatte ich geschenkt bekommen. Das Super NES hatte ich dann, genau. Das war 91. Als das Super NES rauskam, da war ich 9. Ich glaube, 92 hatte ich sie mir geholt. Ja, 11, 12, genau. Kommt hin. Hatte ich richtig geraten, ja. So, ich glaube, jetzt habe ich alles, ne? Ja. So, dann... Ich habe gar keine... Doch, ich habe eine Angel mit. Ich wollte gerade sagen, ich habe gar keine Angel mit. So. Komm her, du lieber Fisch. Die Anglerlegende habe ich zwar schon so gesehen aufgegeben, aber... Eine Karausche. Haben wir sonst noch irgendwas? Irgendeiner von den Fischen muss doch anbeißen. Ja, gut. Ist ja geil, wenn so drei Fische gleichzeitig anbeißen würden. So, zack. Oh, mega Fang. Wieder eine Karausche. Ja. Ist ja nicht so, dass er da rüberwerfen könnte. Nein. Wisst ihr, wenn die jedenfalls so unterschiedliche Farben haben würden oder auf einmal wirklich einer von den Inklingen da dran wäre? Das wäre cool. Ups, ich habe Limone gefangen. Sorry. Tut mir leid und dann lässt sie wieder frei. Am besten noch mit so einer Splatling oder so. Erstmal schön den Bewohner. Und der Spieler denkt sich nur, was ist gerade passiert? Ah, ich hasse euch Fische manchmal. Oh, ein Guppi. Hatte ich den schon? Nein, definitiv nicht, Silvana. Definitiv nicht. Wie gesagt, ich mache ja meine Insel nur für spezielle Zwecke auf, weil ich hier in dem Spiel gar keinen Sinn sehe, wirklich da gemeinsam zu spielen. Außer jetzt halt für so einen Handel. Und das finde ich halt schade. Ja, da gibt es Stardew Valley, was das Ganze wirklich perfekt umgesetzt hat. Es gibt Farm Together und diverse andere Spiele, die das so schön dieses Multiplayer-mäßig machen. Und hier ist es halt einfach wirklich nur ein reiner Austausch. Ja klar, dann gibt es Leute, die sagen, hier Hide and Seek und was weiß ich nicht alles. Aber das kannst du halt in einem Livestream so nicht spielen. Das geht halt nicht.
kann man offline spielen, wenn halt nicht jeder auf deinem Bildschirm gucken kann. Und selbst dann finde ich es halt auch sehr... Naja, ich sag mal komisch. Ein Döbel. Na, no, komm her. Du willst doch ja auch zu mir, ne? Der Fisch ist doch echt ein... Ja, komm, den siehst du, ne? Oh! Ein Schnabelbarsch. Sei so barsch, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Hab ich den schon? Echt? Den habe ich auch schon abgegeben? Was? Das ist ja... Ich würde gerne halt hier mal von der anderen Seite scrollen. Gestiftet, Tatsache. Seebarsch, Kaiserschnapper, Sardelle. Habe ich alle schon gestiftet? Rotfeuerfisch. Mann. Der Engel habe ich auch schon gestiftet, hundertprozentig, ja. Ein Guppi, auch schon. Habe ich ja alle schon. 60. Also eigentlich unterirdisch. So, gehen wir mal zurück. Ach, verdammt, falsch gedrückt. Los geht's. So, ich wollte A drücken. Dodo Airlines. Die Performance bei uns ist besser als bei dir, Troplay. Ach, danke. So, ich hatte ein Fossil. Das gebe ich jetzt natürlich erstmal ab. Komm, Eugen. Fossil analysieren. Hi, Meman. Aber auch schon. Super. Wäre das in Ordnung, wenn ich 1 Million spende? Genau. Was ist 1 Million? Sternis? Ich selber möchte ja meine Insel gar nicht öffnen, außer es sind 300 Sterni für Rübenpreise mindestens da. Und dadurch, dass es nicht der Fall ist, kannst du eh nicht auf die Insel kommen. Und selbst dann, ich möchte ja gar keine spenden. Ich möchte das Spiel ja normal erleben. Es gibt so viele, die machen Zeitreisen und dadurch holen sich das ganze Geld. Und dann spenden sie was, haben diesen Klontrick gemacht und was weiß ich nicht. Und ja, ich will was verkaufen. Deswegen, also ich bin da nicht so ein Fan von. Ich möchte ein Spiel genießen, wie das Spiel erschaffen wurde, wie es kreiert wurde vom Ersteller. Und, ja. Habe ich jetzt alles ausgewählt? Ah, ne, da. Haut noch. Ich glaube, das ist alles, ne? Oh, mal gucken, wie viele das an Sternis sind. 45.260 Sternis, verdammte Sch... Ah, das ist viel. Das nenne ich mal einen Batzen... sogar noch einen Erfolg. Profi-Pflücker. Jawoll. 1000. Ja, gut. Habe ich natürlich sehr viel gesammelt.
Kann ich eigentlich noch was anderes mit denen? Ja, also wie gesagt, hier sind nochmal die Rübenpreise. Ah ne, 80 waren es. Okay, sorry. Nicht 60, 80. Ist trotzdem zu wenig. Nochmal 60 bei dem anderen. Oder 61 sogar. Kann ich jetzt mal mich kurz um meine Spende da hinten kümmern. Ah, falsch. Oh, puh, haben wir ja schon einiges dann zusammen. Und dann, dass morgen KK kommt. So, dann haben wir das auch erledigt. Dann, liebe Leute, war es das erstmal für jetzt. Ja, später, wie gesagt, kommt dann nochmal ein Stream, wahrscheinlich mehr eher gegen Abend, wo wir dann mal vielleicht die Spinneninsel oder so besuchen. Ich weiß es noch nicht. Meine Streamaufgabe war jetzt eigentlich gar nichts Großes. Weil ich jetzt zurzeit mich mehr um die Sternis kümmere. Beziehungsweise die Rüben. Aber wir haben doch dieses Mal jedenfalls hier den Erfolg bekommen mit Profi-Pflücker, was in dem Augenblick nicht schlecht ist. Unkrautfeind dauert noch ein bisschen als nächstes. Muschelsammler habe ich dann noch die Möglichkeit. Ich könnte jetzt hier noch das mit dem Angeln machen. Die Angellegende, ich gebe es auf. Sind hier einige Sachen. Hilfsbereit haben wir noch. Emotionsmeister. Katalogfan dauert auch noch. Griff nach den Sternen ist auch. Rübenguru oder Flohzirkus. Vielleicht finden wir noch einen nachher mit einem Floh oder so. Müssen wir mal gucken, was wir dann in der nächsten Folge machen. Ich bedanke mich jedenfalls ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Freue mich dann, wenn ihr später wieder dabei seid. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschüss.